Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Pokémon XD, der dunkle Sturm, mit Chibi Let's Play. Und ich bin vorhin wirklich ein bisschen auf der Stelle rumgelaufen, geschweige denn um die Trainerin hinter mir, um am Kryptometer unserer lieben Kleinen zu arbeiten. Und es hat wirklich gereicht, dass wir bei Ladybar schon den nächsten Bereich ankratzen. Wir haben fast die Hälfte schon und dadurch zeigt sich jetzt auch Ladybars Wesen. Es ist ein zaghaftes kleines Käferchen und das zaghafte Wesen zählt zu den sogenannten neutralen Wesen. Das heißt, es hat keinen Einfluss auf die Werte hier. Anders als bei unserem kleinen süßen Teddyose. Sein Wesen ist sacht und das bedeutet, der Spezialangriffswert geht runter, aber die Spezialverteidigung geht rauf. Und wenn man bedenkt, dass ich Teddyose wahrscheinlich eher als physischen Kämpfer einsetzen möchte, ist so ein bisschen Verteidigung, geschweige denn Spezialverteidigung, doch umso besser, würde ich sagen. Bei Vivien verhält es sich so, dass das Wesen Solo die physische Verteidigung mindert, dafür aber die physischen Angriffswerte erhöht. Hier sieht man ja eigentlich auch schon ganz gut, auch wenn die Einflüsse jetzt nicht so gravierend sein sollen. Aber Vivien hat halt einen Angriffswert von 20 und Verteidigung von 11. Gut, schauen wir mal, ob das jetzt so ein großes Problem sein soll. Also ich denke mal, unser kleines Vivien wird sich trotzdem sehr gut im Team integrieren können. Und ja, mit diesen hoffnungsvollen Worten wage ich es nun in den heiligen Wald hinein. Ach, dann bist du Michael, von dem Sophos gesprochen hat. Ich hörte, du kämpfst, um die Herzen von Krypto-Pokémon zu öffnen. Zum Sanktuarium geht es hier durch diese Höhle. Kämpfe tapfer. Soll ich mich jetzt etwa durch die Höhle durchkloppen? Anscheinend. Ich helfe dir bei der Kryptoerlösung deiner Krypto-Pokémon, indem ich gegen dich kämpfe. Bist du bereit? Ja. Okay, dann lass uns anfangen. Ja, wie gut, dass ich vorher noch im Pokémon-Center war. Ass-Trainer Heinz ist unser erster Gegner. Alles klar. Moment, Heinz? Das ist ja ein normaler Name. Was geht denn jetzt ab? Ich meine, wenn ich bedenke bei Colosseum, was da für Namen manchmal vorkamen. Naja gut, vielleicht sollte ich aufhören, die beiden Spiele immer wieder miteinander zu vergleichen. Ich meine, es wird langsam langweilig, oder? Gut, nehmen wir mal Krypto-Knall. Flamara beißt sich durch. Adios, du Zottelfieh. Rums die Bums, das war sehr effektiv. Ich wollte gerade auf den doofen Blick eingehen. Und da verfällt Vivien mal eben in den Kontra-Modus. Tut immer ein bisschen weh. Aber ich kann es immerhin zu meinem Vorteil nutzen. Hey Vivien, immer schön flauschig bleiben. Flausch, 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 flausch. So, Kamopp ist besiegt. Hä? Besiegt? Dafür mag ich Kamopp. Wow, das war richtig gut. Wow, danke für die 240 Pokédollar. Kämpfe helfen, die Herzen von Krypto-Pokémon zu öffnen. Deshalb solltest du so oft wie möglich Krypto-Pokémon in den Kampf einsetzen. Ich hoffe, deine Krypto-Pokémon werden bald gerettet. Ja, wir arbeiten dran, ne? Du bist Michael, nicht wahr? Sophos hat mir von dir erzählt. Lass uns gleich kämpfen. Okay. Und los! Supertrainerin Sarah fordert uns heraus. Aber wenn du eine Supertrainerin bist, warum hast du keinen Cape? Naja, egal. Dafür hat sie meinen Snubbel und einen Krebscore. Ist theoretisch von Vorteil, also zumindest Krebscore gegenüber Flamara, aber ich wage es mal, mich in Optimismus zu üben. Rums die Bums. Das hat vollkommen ausgereicht. Schön. Sehr schön. 94 Erfahrungspunkte. Als nächstes kommt Lothar zu den Kampf.
Okay, das war an sich auch schon ein guter Treffer, würde ich mal schwer behaupten. Als nächstes, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, einmal Decke und einmal Kryptoknall. Das war sehr effektiv. Interessant. So, Loturzel ist auch schon besiegt. Noch ein paar Erfahrungspünktchen für Flamara. Die von Vivien werden ja später gut geschrieben. Au. Na warte. Okay. Yay, wir haben Supertrainerin Sarah besiegt. Diese Niederlage muss sie wohl hinnehmen. Und ich muss wohl die 800 Poké-Dollar hinnehmen. Dankeschön. Das war doch ein guter Kampf, nicht? Ich habe auch etwas dazu gelernt. Ach, ist dir übrigens aufgefallen, dass sich Krypto-Pokémon im Kampf manchmal merkwürdig verhalten? Wenn das passiert, dann versuche doch mal, das Krypto-Pokémon zu rufen. Jawohl, das habe ich schon ein paar Mal praktizieren dürfen. Schön, schön. Lass einer alten Dame das Vergnügen, einem bedauernswerten Pokémon zu helfen. Bist du bereit? Ja. Ich frage mich, wie unser Kampf wohl ausgehen wird. Lass es uns gleich herausfinden. Eine Herausforderung von Poké-Senioren Zita. Tuska und Schneckmark kommen in den Kampf. Okay. So, wir haben den letzten Abschnitt bei Vivien auch erreicht. Sehr gut. Ich würde gern Giftzahn nehmen, aber wisst ihr was? Ich nehme weiter Kryptoknall. Vielleicht schaffen wir es noch einmal, den Kontramodus zu aktivieren. Eventuell. Das war sehr effektiv. Ah, schön. Silberblick. Senkt den Verteidigungswert. Schüttel deine Mähne und bumm! So. Wir haben Zita besiegt. Yay! Oje, oje, oje. Meine Güte. Sehr beeindruckend. Dieses Pokémon wird bald sein Herz für dich öffnen. Oh ja, diese Information könnte dir nützlich sein. Du solltest ein Pokémon, dessen Herz versiegelt ist, immer bei dir tragen. Wenn du es immer nur im Pokémon-Lagersystem aufbewahrst, wird sich sein Herz nie öffnen. Ja, ich weiß. Sag mir das doch nicht immer. Yay, Feuerheiler, geil. So, wie steht es jetzt gerade um Vivien? Da wäre jetzt nicht mehr so viel Luft, ne? Ein bisschen noch. Weil, wisst ihr was? Da ist ja schon der nächste Trainer. Da sollte jetzt echt nicht mehr so viel passieren bei. Manchmal bin ich ein gewöhnlicher alter Mann. Ein normaler Rentner. Doch in Wirklichkeit bin ich... der legendäre Trainer. Ja gut, gut. Sophos hat mich mal besiegt, aber... Nur er! Nur er! Ich bin Vitus. Nun denn. Wir sollten kämpfen. Zum Wohle deiner Krypto-Pokémon. Jawohl. Los geht's. Jetzt, muss ich mal drüber nachdenken. Wir haben ein ganzes Dorf voller Poké-Senioren. Also, ne? Ehemalige Pokémon-Trainer, die jetzt in Ruhestand getreten sind. Darunter eventuell auch Arena-Leiter oder sogar Champs. Und allesamt haben nur Pokémon von Level 8, 9. Ich meine ja nur, wo sind die Titanen aus der Vergangenheit? Sind die alle freigelassen worden? So nach dem Motto, ja, jetzt haben wir die Liga gestürmt, jetzt darfst du gerne wieder hinaus in die Wildnis zu deinen Artgenossen und dort... deinen Lebensabend verbringen? Ich meine,
Wenn man eine Reise macht zusammen, ne, aber quer durch die Welt, durch die Regionen, das bindet doch. Oder? Ich meine nur. Naja. Gut, ich sollte mich lieber auf den Kampf konzentrieren, denn Vivien geht es gar nicht mal so gut. Ich nehme mal einfach einen Trank. Wir haben hier jetzt so viele. 9 Stück mal eben. Und sollte es nochmal in den Furio-Modus fallen, schlägt es sich ja dummerweise auch mal selbst. Da bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger. Vergiftet. Yay. Jawohl, Furio-Modus. Ah. Ja, das meinte ich. Okay. Dann rufen wir Pfiffchen erstmal. Jo, Pfiffchen, flauschig bleiben. Flausch. So, Sepal wurde besiegt. Du setzt weiterhin Absorber ein. Ist zum Glück nicht sehr effektiv bei Flamara. Gut. Nun wurde auch Knilz besiegt. Der Kampf ist entschieden. Yay. Heiß. Das war ein heißer Kampf. Und dabei habe ich nicht meine Feuerattacke angesetzt. Es betrübt mich zutiefst, dass es wieder Krypto-Pokémon gibt. Dass sie nun wieder aufgetaucht sind. Es ist eine traurige Welt, in der wir leben. Das ist so eine traurige Welt, als ob... Na, egal, ich fange jetzt nicht damit an. Ich habe hier etwas, das helfen könnte, das Herz eines Krypto-Pokémon schneller zu öffnen. Yay, die Essenzkiste! Es ist eine Kiste für Essenzen, mit denen du deinem Pokémon Essenzmassagen geben kannst. Angeblich sollen Essenzmassagen den Prozess beschleunigen, bei dem das versiegelte Herz eines Krypto-Pokémon geöffnet wird. Nimm eine Essenz aus der Essenzkiste und massiere damit dein Pokémon sanft ein. Yay, und wer würde sich da nicht entspannen? Und Vivien ist bereit für die Krypto-Erlösung. Wunderbar, war doch gutes Timing. Jetzt fehlt nur noch Ladybar. Und, ja, gut. Lassen wir das erstmal so in dieser Konstellation. Gehen wir mal weiter. Und da sind wir auch schon da. Herzlich willkommen, Michael. Guten Tag. Das Herz eines Krypto-Pokémon soll nach all den Kämpfen hier nun offen sein für die Krypto-Erlösung. Und nun werde ich dein Gegner sein. Wie bitte? Dies hier ist mein Partner, das erste Pokémon, das ich fing. Seitdem ist es an meiner Seite. Wie bitte? Los, Pikachu. Lass uns nach 5 Jahren Pause endlich wieder kämpfen. Geben wir unser Bestes. Wie bitte? Das erste Pokémon, das Trainer Heroa gefangen hat? Das muss doch Level 100 haben! Pika, Pika! Also Ladybar ist definitiv im Nachteil. Es ist bei Level 12? Ich meine, was habe ich gerade gesagt? Wo sind die Kolosse, die Titanen von 1 aus der Vergangenheit, als ihr alle junge Trainer wart, als ihr noch wirklich im Saft standet und die Liga gestürmt habt? Ich meine, ich hätte ja noch verstanden, wenn Sophos gesagt hätte, dies ist ein Nachfahre des ersten Pokémon, das er fing, also beziehungsweise seines Starters. Das würde ja wirklich noch Sinn machen, aber... Level 12? Ja, ich hab's geahnt. Naja, wenigstens war Ladybar trotzdem im Kampf anwesend. Das hat für den Kryptometer gereicht. Dann wird's Zeit für Teddy Ursa.
Pikachu setzt wieder Donnerblitz ein. Okay. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Pika, Pika. Och Mann, und dann noch paralysiert. Auf den letzten Drücker. Na gut. Spieler besiegt, Trainer, Heroe, Sophos. Oh, bravo, sag ich. Bravo. Danke für das Taschengeld. Meine Güte, das war wirklich ein heißer Kampf. Und du hast mein Pikachu besiegt. Du hast wirklich großes Talent. Pika Pika! Dann sehen wir doch mal, wie es deinem Krypto-Pokémon geht. Ah, dieses Krypto-Pokémon ist kurz davor, sein Herz für dich zu öffnen. Du hast dich gut darum gekümmert. Du solltest nun die Macht des Sanktuariums nutzen, um das Herz des Krypto-Pokémon vollständig zu öffnen. Okay. Da ist ein Pokémon, dessen Herz geöffnet werden kann. Wohlan, so nehmen wir doch am besten unser erstes Krypto-Pokémon, das wir gekrallt haben. Ja, und leider hat man auch hier wieder verpasst, eine Animation reinzuschreiben. Ich meine, die normale Angriffsanimation hätte mir vollkommen gereicht. Aber gut, trotz alledem ist die Tür zum Herzen von Teddy Ursa nun geöffnet. Teddy Ursa ändert sich nun an die Attacke Rückkehr. Yay! Und Teddy Ursa erinnert sich nun an die Attacke Heilung. Hm. Und du erhältst noch 558 Erfahrungspunkte. Yay! Das reicht immerhin für Level 12. Ja, okay. Teddy Ursa erhält ein Band. Oh, ein Band der Freundschaft. Willst du Teddy Ursa einen Kosenamen geben? Teddy Ursa. Ja. Teddy. Teddy, Teddy. Ursa. Mach ich. Na. Flausch, Flausch. Natürlich. Na. Wie könnte es auch anders sein? Was wäre ich denn ohne mein Helferlein? Helferlein. Helferlein, Helferlein. Großartig. Dieses Pokémon ist nun wieder in seinem Ursprungszustand zurückgekehrt. Wir sollten nun einmal zu mir nach Hause zurückgehen. Moment mal, ich habe aber noch, na gut, egal. Das ist der Grund, das ist ein Grund zum Feiern. Du hast dein erstes Krypto-Pokémon erlöst. Das klingt, als wenn das was Alltägliches wäre. Weiß ich nicht. Na egal. Dennoch bleibt die Freude nicht unbetrübt, wenn wir an die Entführung von Professor Klein zurückdenken. Du musst wissen, vor einigen Jahren kam er regelmäßig nach MNT, um das Sanktuarium gründlich zu erforschen. Er sagte, er entwickle gerade ein vollkommen neues Erlösungssystem, das ein Freund von ihm erfunden habe. Ich frage mich, wo seine Entführer Professor Klein hingebracht haben. Das muss dich doch auch beunruhigen. Ehrlich gesagt, ja. Was diese Entführung betrifft, mein Schatz, wolltest du nicht noch erwähnen, was Gardio sah? Hm? Oh ja, ja, das ist richtig. Ich muss dir noch von Gardio erzählen. Gardio ist ein Freund von mir. Er lebt am Duellberg. Dort können Trainer trainieren. Gardio sagt, er habe einige finstere Kerle gesehen, die auf dem Weg in die Wüste waren. In die Wüste? Faszinierend, nicht? Der Duellberg ist nördlich von hier. Du solltest wirklich einmal dorthin. Wohlan, so können wir nun auch endlich zum Duellberg. Dafür, dass du so jung bist, leistest du leistest du bereits Erstaunliches. Du hast etwas an dir. Du wirst sicher noch Großes vollbringen. Oh, bitte verzeih mir. Man sollte dem Gebrabbel einer alten Frau keine Bedeutung schenken, nicht wahr?
man sollte doch trotzdem hinhören dürfen. Michael, warte. Darf ich dein P-Ständchen DA mal... Also darf ich deine Nummer haben? Okay, bitteschön. Sehr schön. Falls ich etwas Neues erfahren sollte, setze ich mich sofort mit dir in Verbindung. Das ist nett, dankeschön. Gut. Jetzt möchte ich aber trotzdem Vivien auch noch heilen und so. Moment, wie ging's denn hier nochmal lang? Hier verlaufe ich mich manchmal. Wie der Bodybuilder neulich. So. Ich möchte jetzt wirklich nochmal gucken, ob wir Vivien noch befreien können. So, ihr schaut mir alle hinterher. Ist auch ein bisschen merkwürdig. Da ist ein Pokémon, dessen Herz geöffnet werden kann. Ja, sicher. Hier, bitteschön. Oh, und ich sollte danach nochmal zum Pokémon Center. Wäre gar nicht mal so verkehrt. Die Tür zum Herzen von Vivien ist offen. Sperrangelweit. Vivien erinnert sich nun wieder an die Attacke Schaufler. Oh, eine Bodenattacke. Sehr gut. Vivien erinnert sich nun wieder an die Attacke Vitalglocke. Hä? Das ist aber nicht in deinem normalen Moveset enthalten. Na, egal. Spezialangriff geht runter. Egal. Vivien erreicht nun Level 12. Yay! Und Vivien erhält ein Band. Oh, Vivien kriegt aber keinen Kosenamen. Mir fällt nämlich keiner ein. Vitalglocke. Leute, ist beruhigend. Halt alle Statusveränderungen. Bringt mich zum Staunen. Also ich kenne nicht viele Pokémon, die Vitalglocke erlernen können. Andererseits Giftzahn ist ja auch schon merkwürdig. Ja gut, dann müssen wir jetzt noch an dir arbeiten. Du zackhaftes kleines Käferlein. Wobei, ich will ehrlich sein, ich glaube, Ladybar wird nicht ganz so lange in unserem Team sein. Von daher bin ich eher noch geneigt, weiterhin erstmal das Training von Vivien und Helferlein zu unterstützen. Ich meine, wir haben ja gemerkt, der Kryptometer von Ladybar geht ja trotzdem weiter zur Neige. Also es senkt sich ja trotzdem rasant. Warte mal, war mal da? Nee, da ist nichts. Gut. So. Gut. Dann heilen wir mal unsere lieben Kleinen. Oh, ich sehe gerade an der Wand ist ein Flamly-Bild. Leider kann ich die Poster direkt vor mir nicht ganz entziffern. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber die an der Wand hier kann man auch nicht so gut sehen. Naja. Dafür haben wir immerhin ein neues Ziel. Wir sollen nach Norden fahren, zum Duellberg, den wir eigentlich auch schon ganz gut kennengelernt haben, aber ich glaube, da wird uns noch so die eine oder andere Überraschung erwarten, ne? Also, schauen wir mal, was so Schönes passiert. Ja, Hälfte geht runter. Ja, trotzdem. Ich denke mal, Vivien und Helferlein, besonders Helferlein, wird lange im Team bleiben. Vielleicht sogar auf ewig. Mal sehen, wie sich das alles so entwickelt. Hust, hust. Auf jeden Fall sei gesagt, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Danke fürs Mitfiebern und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht am Duellberg. Also, bis dann und Chibi-Chibi!